Soll Kunst realistisch sein? Das ist der berühmte Feldhase von Albrecht Dürer von 1502. Warum ist er so berühmt? Das hängt teilweise mit einem Vorurteil zusammen. Neulinge im Bereich der Kunst wollen gerne die Kunstfertigkeit des Malers oder der Zeichner bewundern. Die Fähigkeit, realistisch zu malen. Oder, wie der Fachbegriff dafür lautet, naturalistisch. Nach der Natur. Und diese Freude am Naturalismus, die bedient Dürer bei seinem Hasen natürlich sehr beeindruckend. Aber diese Erwartung, dass Kunst oder zumindest gegenständliche Kunst naturalistisch sein sollte, die wird besonders, was die moderne Kunst anbelangt, sehr schnell auf eine harte Probe gestellt. Zum Beispiel so: Was ist denn das? Da sind ja beide Augen auf einer Seite. Da hat ja wohl jemand nicht sehr viel Ahnung von Anatomie. Eigentlich ist nichts Ungewöhnliches an nicht-naturalistischen Darstellungen. Wir kennen davon jede Menge. Jeder Erwachsene, der früher einen Disney-Film gesehen hat, oder jeder Jugendliche oder jedes Kind, das heute Comics liest, ist damit sehr vertraut. Donald Duck sieht nicht wie eine richtige Ente aus und Sailor Moon auch nicht wie eine richtige Frau. Beide haben viel zu große Augen und die meisten Manga-Figuren viel zu lange Beine. In der Natur sehe beides wirklich monströs aus. Aber Disney bekommt wahrscheinlich sehr selten Briefe, in denen sich jemand über die Größe von Donalds Augen beschwert. Und Manga-Künstler vermutlich auch wenige dazu, wie unnatürlich die Brust vieler weiblicher Figuren aussieht. Sexistisch, ja, aber mangelnder Naturalismus? An sich ist da wahrscheinlich selten ein Vorwurf. Die meisten Leute haben also bei Comicfilmen offenbar eine andere Erwartung, als wenn es um sogenannte hohe Kunst geht. Denn wenn ein Künstler in so einer Art malt, dann ist er für viele oft sehr schnell ein Blender, der es einfach nicht besser kann. Der Vorwurf ist schon fast sprichwörtlich geworden in dem Kommentar der Hausfrau zu einem Drop-Painting in der Art von Jackson Pollock: Das könnte mein Kind aber auch. Um solche Kunstkritiker ein wenig zu beruhigen oder auch zu irritieren: Moderne Künstler malen oft nicht deshalb unnatürlich, weil sie es nicht besser können. Der unrealistische Hahn hier ist von demselben Künstler, der so süße, naturalistische Küken malen kann. Oder so ein Liebespaar. Übrigens alles von Picasso. Offenbar konnte Picasso naturalistisch malen, wenn er wollte. Er wollte aber oft nicht. Und die Frage ist dann, ja, warum denn nicht? Wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, wieso Walt Disney Donald Duck mit so viel zu großen Augen gemalt hat. Er wollte vermutlich einen Effekt erzielen. Er wollte etwas zum Ausdruck bringen. Bei Disney ist dieser Effekt vielleicht gewesen, dass er Donald irgendwie süß oder neugierig aussehen lassen wollte. Nicht wie eine x-beliebige Ente. Und Picasso wollte wahrscheinlich nicht einfach einen krähenden Hahn darstellen. Da hätte es gereicht, ein Foto zu machen. Er wollte stattdessen vielleicht die Aggressivität eines Hahns darstellen, dessen Frechheit, dessen Dummheit. Und ich finde, wenn ich mir das Bild längere Zeit ansehe, das gelingt ihm eigentlich sehr gut. Und es gelingt ihm gerade, indem er den Hahn nicht naturalistisch zeichnet, sondern indem er ihn sozusagen karikiert. Und so ist es häufig in der modernen Kunst. Was sie ausdrückt, was sie interessant ausdrückt, kann sie gerade deshalb, weil sie eben nicht versucht, naturalistisch zu sein. Baseline: Kunst kann naturalistisch sein, sie muss es aber nicht. Es kommt immer darauf an, welche Erfahrungen jeweils künstlerisch ausgedrückt werden sollen. Und
dafür sollten wir offen bleiben. Wir sollten uns immer fragen, wenn wir etwas nicht Korrektes in einem Bild finden, warum könnte der Künstler oder die Künstlerin das so dargestellt haben, statt es korrekt zu machen? Und vielleicht sehen wir dann ja mehr in zumindest mancher moderner Kunst als einfach nur wertloses, überteuertes, handwerkliches Ungeschick für die Pseudo-Elite.